Wir haben hier das grafische Werk von Salvador Dali, die zweite Dali-Ausstellung in Spandau, 1984 mit Ölbildern und Skulpturen. Dieses Mal fast die gesamte Grafik, die an und für sich nicht so bekannt ist wie die Ölbilder. Ich glaube aber, dass sie eigentlich einfallsreicher und spritziger ist als die bekannten Ölbilder, die man aus Reproduktionen kennt. Die Grafik entstand hauptsächlich von 1954 bis 1974. Es ist uns auch gelungen, einige wichtige Skulpturen hierher zu kriegen. Es ist ja sehr schwer, solche Objekte zusammenzuholen. Vielleicht etwas, wie es überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen ist. Eine Springflut hat das Museum in Kadakes überschwemmt. Daraufhin hat sich der Besitzer, Captain Moore, entschlossen, ein neues zu bauen, also das alte Museum, das schon etwas zu klein geworden ist, aufzugeben und ein neues, größeres zu bauen. Und diese Bauzeit, die können wir nutzen und das ganze Oeuvre des Grafikmuseums in Kadakes sozusagen auf die Reise schicken. Die erste Ausstellung war in Wien. Das ging dann weiter nach Budapest. Jetzt sind wir wieder in Spandau, dank einer langjährigen Verbindung Wien-Spandau und eben auch Wien-Kadakes. Die Ausstellung wird dann in München gezeigt. Es gibt Verhandlungen mit Stuttgart, möglicherweise Düsseldorf. Dann geht das auch weiter, das ist auch schon fixiert, nach Argentinien. Eines der bekanntesten Motive ist ja die weiche Uhr. Wir haben hier eine Skulptur mit dieser weichen Uhr, die über diesen Ast hängt. Das Bild mit den weichen Uhren war eigentlich so etwas wie ein Durchbruch. Das ist eines der bekanntesten Bilder. Und Dali hat uns eine Anekdote dazu erzählt, wie er zu dieser Lösung gekommen ist. Er hat sich immer schon mit dem Problem Zeit beschäftigt. Die Zeit, die wird ja jedem von uns einmal zu lang, dann wieder zu kurz, je nachdem. Am Morgen ist sie meistens zu kurz und später dann, wenn man auf etwas wartet, dann kann sie sehr lang werden. Er hat uns erzählt, er sitzt in der Küche und auf einem Regal liegt ein alt gewordener Camembert, das ist ein Weichkäse. Dieser runde Käse, der hat zu rinnen begonnen und hängt über das Regal so herunter. Und das war für ihn die Blitzidee, diese weiche Uhr darzustellen. Nicht? Also die Vergänglichkeit der Zeit, also die Zeit, eine Einrichtung der Zivilisation, und eigentlich der Natur entgegengesetzt. Wir können die Zeit zwar messen, exakt in Sekundenbruchteile zerhacken sozusagen, wir erleben das aber eigentlich nie so. Wir müssen uns dieser von uns erfundenen Zeiteinteilung unterwerfen. Wir haben hier den Zyklus Dantes göttliche Komödie. Das war eine Auftragsarbeit der italienischen Regierung. Die Opposition im Parlament hat dann dagegen protestiert.
Man hat gemeint, Dante, ein italienischer Dichter, das müsste unbedingt ein Italiener illustrieren, und man hat Dali diesen Auftrag wieder entzogen. Die Anzahlung dürfte er behalten. Er hat dann diesen Zyklus einem französischen Verleger angeboten, der hat das herausgegeben und es ist ein Welterfolg geworden. Das war gleichzeitig auch der Durchbruch der Dali-Grafik. Er hat ja vorher 1934 einen sehr schönen Zyklus in Schwarz-Weiß-Radierungen gemacht und dann war eine sehr lange Pause. Dali hat nur Aquarelle, Zeichnungen und Ölbilder gemacht und erst so Mitte der 50er Jahre dann mit diesem Zyklus Dantes göttliche Komödie sozusagen die grafische Ära eingeleitet. Die Zitadelle in Spandau ist natürlich ein fantastischer Rahmen für die Dali-Ausstellung. Dali hat sich auch sehr mit anderen Künstlern beschäftigt, zum Beispiel hier eine Madonna aus der Renaissancezeit, die er neu interpretiert mit seinen typischen Symbolen. Sie sehen hier in dieser Madonna die Rose, das Symbol der Liebe. Manchmal auch hat er verschiedene grafische und bildnerische Möglichkeiten, die so nach 1945 aufgetaucht sind, auch aufgenommen. Dachismus beispielsweise. Alle diese neuen Maltechniken, die nimmt er in seine Bilder mit hinein. Er belässt es aber nicht dabei, sondern er versucht noch etwas dazu zu geben. Das sind teilweise Interpretationen von sehr bekannten Bildern alter Meister, die er auf die moderne Art der Malerei neu interpretiert. Die Dali-Ausstellung wird noch bis Ende Januar laufen. Wir hoffen aber doch auf eine Verlängerung bis in den Februar hinein. Von Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr freuen wir uns auf Ihren Besuch.